gibt's zum Beste draußen. Ich bin's Jan. Ich bin Steffen. Und heute haben wir wieder Packwar am Freitag für euch. Und jeder von uns hat heute ein Blister der 9-Euro-Karten. Hier. 5 Päckchen mit 6 Karten plus eine Limited Edition Karte. Aber die werden wir nicht benutzen, haben wir beschlossen. Ja, da die sehr unterschiedlich bewertet sind. Ja, man sieht ja schon durch, wer das ist. Genau. Und ja, wir haben jetzt einfach gesagt, weil es sonst unfair wäre, wenn es irgendwer benutzt. Aber man hat ja trotzdem noch 30 Karten und das ist, worum es geht. Und die Bestrafung für heute ist, beziehungsweise dann für Sonntag, und zwar wird der Verlierer vom Sieger, wahrscheinlich werden wir es so machen, dass wir irgendwie auf den Teller machen oder auf jeden Fall ganz viele diese Schokoküsse ins Gesicht so klatscht bekommen. Und vielleicht ganz viele so hintereinander immer so, oder wir wissen noch nicht genau wie, aber auf jeden Fall ins Gesicht einfach geklatscht und eingerieben werden. Es wird auf jeden Fall bestimmt richtig lustig und ein bisschen angenehm, weiß ich nicht, es klebt dann richtig und so, also ich weiß, ich will es eigentlich wirklich nicht. Ekelhaft. Ja, und dann Steffen fängt an und viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, ich habe jetzt hier mein Blister. Ich habe den schon mal oben abgeschnitten hier, damit ich das jetzt besser öffnen kann. Hier, dann packe ich die doch auch gleich mal aus. Und ich habe hier Limited Edition Arda Turan. Der hat hier 101 in dem blauen Wert, der irgendwie so Skill bedeutet oder so. Aber werden wir nicht benutzen. Hier die Limis, hier von der Türkei und von Barcelona natürlich Arda Turan. Und dann habe ich hier natürlich noch meine 5 Packs von diesen Euro 2016 Karten. Dann fangen wir doch auch gleich mal an mit dem ersten. Als erstes haben wir das Logo von Rumänien. Dann als zweites haben wir Krychowiak von Polen. I want to watch is this. Dann haben wir hier einmal umdrehen Teammate von Island. Diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Dann als nächstes Bonucci von Italien. Von Ukraine ein Spieler, dessen Namen ich auch nicht aussprechen werde. Und dann als Ende noch eine Russen. Also sehr viele Namen hier, die ich jetzt nicht sehr aussprechen konnte. Und ja, hier, das war natürlich ein Dynamo der Isländer und kein Teammate. Ein Dynamo. Dann kommen wir zum zweiten Pack. Ich hoffe natürlich, dass ich einen Expert oder irgend sowas auf jeden Fall eine gute Karte bekommen werde. Dann haben wir hier als erstes erstmal noch ein Dynamo und zwar Lallana von England. Dann haben wir von Island Gunnarsson. Dann von Polen einen Verteidiger. Dann noch ein Teammate und zwar von Rumänien. Dann hier Goalstopper Michael McLovin von Nordirland. Und dann am Ende hier noch ein Double Trouble und zwar von Irland. Und zwar Shane Long und hier ist der Walters hier. Mit 90 Angriff, auf jeden Fall richtig gut. Hier im zweiten Pack. Und dann kommen wir jetzt zur goldenen Mitte, zur dritten. Im dritten Pack auf jeden Fall jetzt schon mal eine richtig geile Karte bekommen. Dann hier als erstes Teammate Mario Götze von Deutschland. Dann als nächstes Teammate von Österreich Christian Fuchs. Dann als nächstes Goal Machine von Spanien Alcacer. Dann einen Teammate von Schweden Larsson. Dann hier einmal umdrehen. Legends Spanien Europameister 1964, 2008 und 2012. Die letzten beiden Europameisterschaften gewonnen. Vielleicht dieses Jahr ja nochmal. Und dann am Ende hier ein Keyplayer von Österreich. Und zwar Julian Baumgartlinger. Dann also Legends bekommen. Aber die bringen mir natürlich nichts im Spiel. Direkt.
Dann als nächstes hier die 11 von Österreich. Die benutze ich, kann man natürlich auch nicht im Spiel benutzen. Das nächste, unterschrieben Mats Hummels. Oh mein Gott, unterschrieben Mats Hummels. Die sind in jedem 30. Pack. Und der hat hier auch noch 88 Abwehr. Das heißt, der bringt es mir auf jeden Fall richtig. Und als nächstes haben wir hier noch einen Teammate von Tschechien. Dann noch, Luka Modric. Der hat 90 hier in Technik. Aber natürlich in Angriff und Abwehr dafür nicht so gut. Der Spieler von Real Madrid. Dann noch ein Teammate von Irland, und zwar McLean. Und dann noch ein Teammate von Wales. So, und dann kommen wir zu meinem letzten Pack. Hier starten wir mit einem Nordiren, und zwar Barid. Dann als nächstes Gerard Piqué von Spanien mit 86. Dann Krosic von Polen. Und dann noch Balta von der Türkei. Als nächstes haben wir hier von Wales plus 5. Wie heißen die? Passion and Pride. Die Wales. Ganz viele Bilder. Und dann eben noch ein Game Changer, und zwar Yilmaz von der Türkei mit 87 in Angriff. Yilmaz. Hier auf jeden Fall richtig geil. Und das war's dann von meinen Packs. Und jetzt viel Spaß mit Jans Packs. So Leute, dann öffne auch ich jetzt mein Blister. Ich habe bisher 3 Stück geöffnet, sind auch alle auf unserem Kanal. Und bisher die Karten, die waren eigentlich schon okay. Das Design ist ja sowieso super geil. Und von den besten jetzt, was war es? Wir haben das Logo haben wir gezogen. Dann haben wir die Trophy haben wir nicht. Ball haben wir nicht. Maskottchen haben wir gezogen. Von den Top Qualifiers, Time Machine, Friends and Foes haben wir noch keine. Deswegen, ich hoffe, davon bekommen wir jetzt welche. Signatures haben wir schon und so. Deswegen, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Und meine Limited Edition ist Gerard Piqué vom FC Barcelona und natürlich Spanien. Hier mit 92 Verteidigungswert. Hier Limited Edition. Auf jeden Fall cool. Auch das Design ist natürlich mega geil. Und mal gucken von den Designs her. Der Päckchen haben wir. Diesmal ist gar nicht so. Keine große Variation. Wir haben zweimal Hazard und Ibra, zweimal Modric und Lewandowski und einmal Bale und Ramos. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber kein Ronaldo, kein Thomas Müller. Und dann fangen wir als erstes mal an mit einem Hazard und Ibrahimovic. Und wir haben das Logo wieder. Wir haben das Logo. Hier das Logo zur Euro 2016. Ich glaube, es ist ja in jedem 170. Päckchen. Wir haben es zum zweiten Mal. Also, ja. Aber die wird es trotzdem nicht so selten geben. Dann haben wir als nächstes Leighton Baines von England. Marco Arnautovic von Österreich. Beresutski von Russland, Glick von Polen und als letztes noch Krajkowiak müsste sein. Ja, Krajkowiak, Keyplayer auch von Polen. Und übrigens, wenn jetzt irgendwelche Spieler kommen, wo der Name nicht so, keine Ahnung, nicht so einfach auszusprechen ist, dann werde ich es vielleicht auch sagen, einfach, dann werde ich das nicht groß jetzt, keine Ahnung, mir ist große Mühe machen, das jetzt. Ah, ihr wisst schon. Also, ich werde dann das einfach sagen, zum Beispiel hier ein Spieler von dem und dem, anstelle von. Anstelle jetzt umzuraten, was für ein Name das sein, wie der ausgesprochen werden könnte. Dann haben wir als erstes Ungarn-Logo. Da haben wir schon einen. Gamsa. Garmasch.
Ich sehe das ja nur so spiegelverkehrt in der Facecam, das sieht ein bisschen anders aus. Dann haben wir Evans oder Evans, ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird, von Nordirland. Sergio Ramos von Spanien, den kennt man natürlich. Dann Church von Wales. Und als letztes noch Marc Janko, müsste Stürmer sein, ja Stürmer, von Österreich. Drittes Päckchen bisher noch keine, okay, die Logo-Karte ist natürlich schon sehr ältner, aber bisher noch keine irgendwie krasse Karte mit krassen Werten. Ich finde ja, dass die Karten gar nicht so einfach, die Päckchen gar nicht so einfach zu öffnen sind dieses Jahr. Und dann machen wir weiter mit dem dritten Pack, dann wird erstes Aaron Ramsey, Keyplayer, dann haben wir, das sieht schon mal gut aus, aber es ist nur ein One-to-Watch. Ich finde, die sehen so ähnlich aus wie die Game Changer und so von den anderen Jahren, weil es die besten mit immer mit den kleinen. Aber die One-to-Watch sind ja gar nicht so selten in jedem achten Päckchen. Deswegen ist es das Gökhan Töre übrigens von der Türkei. Dann haben wir hier Elek von Ungarn. Chiellini, richtig starke Karte, 85 von Italien. Kran. Dann mache ich es doch krank. Krankwist und als letztes noch von Rumänien Kescheru, ja. So, dann vorletztes Pack wieder Lewandowski und Modric. Ich versuche das Päckchen aufzubekommen. Also man muss sagen, zum Beispiel Match-Text oder so, die sind viel einfacher zu öffnen. Und dann haben wir als erstes Florenzi von Italien. Dann haben wir als nächstes Antoine Griezmann. Ja, mit 88 Angriff, das ist eine richtig starke Karte von Frankreich. Dann haben wir auch von Wales, Joe Ledley von Crystal Palace wieder. Das ist sowieso geil, mit der Flagge im Hintergrund, da sieht man den walisischen, diesen Drachen. Dann haben wir hier Perisic von Kroatien. Dann, was ist das? Auf jeden Fall ist es wieder Klick. Den hatten wir schon, aber als andere Version, wenn ich mich richtig erinnere. Ich denke, finde gerade nicht. Klick hier. Was ist das? Ein Defensive Rock. Auch richtig stark. Mit 85. Und als letztes noch wieder so ein Name. Stepanenko von der Ukraine. Die Werte sind jetzt nicht so krass. Kommen wir zum letzten Pack. Das Pack mit Bale und Sergio Ramos. Und ja, ich habe immer noch keinen von diesen ganz Top-Spielern, so Inventiveness oder, wobei die sind ja auch nicht mal so top. Ich glaube, die haben noch keine Inventiveness und die gibt es in jedem 15. Aber so Time Machine oder Top Qualifier oder so, diese Time Machine, davon habe ich auch auf YouTube einen gesehen und die sehen mega geil aus. Dann haben wir als erstes hier so eine 11-Card vom amtierenden Europameister sind sie ja noch, Spanien, die letzten beiden Jahre gewonnen, dieses Jahr, ich weiß nicht genau, aber ich glaube eher nicht, dass sie es gewinnen. Dann haben wir, Iker Casillas, und wenn ich mich nicht täusche, ja, hier steht nichts drauf, hinten steht auch nichts drauf, aber das könnte eine Legend Card sein. Weil ich habe eine Spanien-Karte mit dem Team so drauf, der Stand Legend drauf. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Es könnte eine Legends-Card sein. Aber ich weiß nicht. Falls ihr es wisst, schreibt doch mal in die Kommentare. Hier steht nur Iker Casillas drunter 11 Matches, Most Appearances as Captain. Aber auf jeden Fall sieht die richtig geil aus. Leider keine Werte, das heißt, ich kann ihn nicht benutzen im Spiel. Dann haben wir hier von der von Tschechien Skoda. Ups. Dann Island haben wir. Oh, diese Namen sind auch immer so. Severson. Von Schweden ist der nächste. Und zwar Markus Berg. Früher mal auch Modusliga gespielt. Und noch von Rumänien. Ne, von Ukraine haben wir Shevchuk. Ja, also paar gute Karten dabei, aber von den Werten her jetzt nicht der Hammer, nicht diese
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gewinnen kann, ganz ehrlich. Besonders bei Adrenalin gibt es oft auch Karten, die wirklich gut bewertet sind. Und ich habe nicht wirklich die Karten. Ich gehe sie kurz hier gerade durch. Chiellini habe ich, Jankot 84, aber sonst Sergio Ramos, gerade mal 83. Deswegen, ich weiß nicht. Aber wir werden es dann am Sonntag sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare einmal, was für eine Karte das ist. Und was ihr schon so gezogen habt, das lese ich mir immer gerne durch. Und dann freue ich mich sozusagen mit euch, falls ihr gute Karten bekommen habt. Und dann sehen wir uns spätestens Sonntag wieder hier bei Magic Buddies. Ciao. Yeah.